Morgen an alle Webinarteilnehmer. Mein Name ist, wie man hören kann, Wolfgang Dender. Die meisten kennen mich ja. Wir sind heute wieder hier und ich freue mich wie immer, donnerstags mit dem Thorsten was machen zu können. Heute geht es wieder um Lernen und Handeln mit der Forexplore Community. Thorsten ist auch schon am Start. Jetzt zwar nicht um Viertel vor, aber er sagt, um 48 sollen wir beginnen. Deswegen sehen wir das mal jetzt nicht so eng. Bevor wir jedoch starten, wie immer der Hinweis, wenn der Thorsten live handelt, ne, das ist keine Handelsempfehlung, das Webinar dient zu reinen Schulungszwecken und wie gesagt, die Meinung des Referenten muss nicht der von FX Flat entsprechen. Kurzes Feedback, ich denke, wir sind gut zu hören und ja, guten Morgen, Mario. Okay, super, passt. Dann übergebe ich das Zepter an den Thorsten. Einen Moment. So, Thorsten, du kannst loslegen. Wenn ich will. Dann werde ich das Webinar alleine führen. Ich habe ja letztes Mal gut aufgepasst und ne, ich kann alles wiederholen. Echt jetzt? Mhm. Oh, das wird lustig. dann haben wir Spaß. Ja, viel Spaß. Ich blende mich dann mal aus. Ja, du bleibst schön hier, nicht weglaufen. Ich habe Angst alleine. Wenn ich hier allein auf der Bühne stehen muss, dann kriege ich Schweißausbrüche. Okay, aber die Händler-Community hier hat sich ja wahrscheinlich daran gewöhnt, dass wir gegen 48 starten morgens, ne? Okay, ich habe euch hier mal heute ein Bild gemacht. Nein, ich habe euch ein Bild mitgebracht, weil damit werden wir starten heute. Nee, nicht damit. Da wollte ich nicht hin. Da wollte ich hin. So, da wollte ich hin. Das war unser Plan gestern Nachmittag. Ja. Mann, das ist so doof hier. So wollte ich das gerne haben. So, genau. Das war gestern Nachmittag unser Plan. Wir gucken gleich mal auf den Tagesplan von gestern früh. Wir haben uns gestern hier eine blaue Zone eingezeichnet und haben gesagt, okay, das hier oben ist eine schwierige Kiste. Das gucken wir uns gleich mal gemeinsam im H1 an, wenn euch das interessiert. Dann schauen wir gleich mal hier auf dieses ganze Gedöns hier im H1. Das hier ist ja von vorgestern Abend. Gestern früh sind wir dann hier in diesem Bereich gelandet, wo es dann auch Richtung Süden ging. Wir arbeiten bekannterweise mit ziemlich einfachen Mustern und das hier, das Bild ist gestern Nachmittag irgendwie um 4:30 oder so entstanden. Können wir gleich mal gucken. Sehe ich das hier? Nee. Aber gleich. Das Bild ist gestern Nachmittag entstanden und wir haben aus dieser Geschichte hier unseren Plan gemacht. Wir haben gestern Abend hier unten unsere verschiedenen Shorts glattgestellt. Wir haben gestern früh, das Motto ist ja immer, plane deinen Handel und handle deinen Plan. Wir haben gestern früh einen Plan, ausführlichen Plan im Euro-US-Dollar gemacht, der gestern null gegriffen hat. Dafür haben wir die Tage vorher recht gut abgesahnt. Gestern hat er nicht so funktioniert, aber das schauen wir uns gleich im Chartbild an. Und im DAX haben wir gesagt, wir halten uns zurück, es sei denn, wir kommen wieder hier in diese Zone. Dass wir unter diese blaue Zone fallen, auch das gucken wir uns gleich im Chart an. Dann haben wir gesagt, okay, dann wollen wir Richtung Süden. Und das hier unten war unser erstes Ziel. Die 16.965 haben wir gesagt, die wollen wir greifen. Und die 16.965 sollte kaputt gehen mit Musik, damit wir auch weiter unten rum ein bisschen was sauber machen können.
und der 65 dann das Ziel 42. Dieses Muster ist nichts weiter als C gleich A. Wer hier schon das ein oder andere Mal zu Gast war, weiß, dass ich es bevorzuge, mit einfachen Mitteln zu arbeiten, mit ganz einfachen Mitteln. Ich mag keine komplizierten Geschichten. Ich mag nicht 150.000 Indikatoren im Chart, weil die oft auch gegenläufig sind. Guten Morgen in den Salon. Oh, Christine, guten Morgen nach Österreich. Ich glaube, Stefan und Christine, ihr könntet euch zusammentun. Ich glaube, ihr könntet zusammen Salon aufmachen. Wenn mich nicht alles täuscht, mit Christine habe ich vor 4 Jahren oder vor 5 Jahren mal telefoniert. Aber ich glaube, sie hat auch irgendwie einen Salon. Okay, also Bewegung A, Bewegung B. Diese Bewegung B haben wir eingezeichnet, nachdem diese Geschichte hier gestartet ist. Wir haben sie hier kaputt gemacht. Wir sind dann zurück. Wir haben Bewegung, Korrektur, Bewegung, Korrektur, Bewegung. Wir haben sogar 3 Bewegungsäste nach oben. Der dritte Ast ist zwar sehr kurz, aber dem geschuldet, dass wir hier oben am ATH, am alten ATH circa gescheitert sind. Dann fing der Lauf an und dann haben wir uns hier unten das Ziel errechnet. Mit dem ersten Schwung habe ich hier Shorts glatt gestellt, Rücklauf und dann, als er hier unten ins Ziel gelaufen ist, die 13 hatten wir uns vorher eingezeichnet hier, haben wir den Rest rausgeschmissen und die Korrekturwelle ging von da nach da, die nach unten dupliziert, sollte die Korrekturwelle zurücklaufen bis an die circa 65, 70, nämlich wenn B, D sollte dann auch ungefähr so groß sein wie D. Ganz einfache Muster, ein bisschen Geometrie. Ein Zirkelkasten und ein Rechenschieber auf dem Tisch und ein großes weißes Blatt, ein Lineal, ein geometrisches Dreieck und ein Winkelmesser. Und dann hat man die Börse schon im Griff. Wenn man noch ein bisschen studiert hat, vielleicht grüne Politik studiert hat sogar, dann schafft man es sogar, diese geometrischen Figuren, die hier entstehen, bunt auszumalen. Vorausgesetzt, man hat einen grünen Abschluss. Ohne wird es schwierig. Obwohl, das ist ja das Gleiche, ne? Grünen Abschluss und keinen Abschluss ist ja identisch, ne? Ohne ist heute Bedingung, genau. Ich habe da was durcheinander gebracht. Ich komme noch aus der Zeit, wo Bildung Pflicht war und deswegen gab es ja da auch keine Grünen. Okay, das vorausgeschickt, das war unser Plan gestern Nachmittag. Erste Welle haben wir bis dahin mitnehmen können. Ein Teil, das war nicht so doll, das können wir uns gleich anschauen. Dann der Rücklauf und dann diese Welle hier, die konnten wir schön von oben nach unten durchhandeln. Kommen wir zum Plan. Wir wollten hier unten bis circa 16.913 und dann wollten wir zurück bis zur 16.968. Geschehen ist es dann, dass wir gestern Abend, das ist die gleiche Zeichnung hier, wie man sieht, geschehen ist es dann gestern, dass wir hier unten exakt die 13 angelaufen sind. C ist etwas länger als A. Wir haben einen Überschuss. C hätte laufen sollen bis 15, ist gelaufen bis 8, also 7, 8 Punkte Überschuss. Wenn C länger als A, dann darf auch die Bewegung E komplett abgearbeitet werden und die dürfte hier unten laufen bis zur 16.867. Ja. Der Lauf sollte erfolgen
bis hier runter. Das hier ist das Korrekturrechteck. Jetzt hat er sich hier über Nacht ein bisschen schwer getan, aber jetzt hat er diesen Schwung geholt. Wir haben gestern Abend schon bei der, ich muss mal ganz kurz gucken, ob ich das jetzt finde. Wir haben gestern bei der 16,59 gestern Abend gestartet mit SL40. Für unsere Gäste schreibe ich das einmal hier rein. Shorts gestartet bei 16,59. Was ist eigentlich besser, ein Label oder ein Text? Was verschiebt sich mit Wolfgang? Weißt du das? Ich bringe das immer durcheinander. Eins bleibt ja stehen, wenn ich das Bild verschiebe. Ich könnte es ja probieren jetzt, ne? Ah, ein Label geht mit. Label geht mit, ne? Ja, ja, richtig. Dann werde ich mal in Zukunft labeln. Shorts gestartet. SL 16,99. Den überprüfen wir aber gleich, ob der gut ist. Den habe ich über Nacht drin gelassen, weil ich nicht mehr als 40 Punkte Risiko eingehen wollte. Und das Ziel ist bei 16,78, also sind wir bei 80 Punkten. So, wer die gleiche Idee hat und diese Idee verfolgen möchte, der hat natürlich jetzt ein wesentlich besseres CRV als ich, ne? So, Muster gezeichnet. Da. So. Scheiße, ich kann jetzt hier nicht handeln. Ich wollte jetzt gerade bei der 69 wollte ich draufhauen. Also, Start wäre ideal gewesen. Jetzt eben hier. Hat genau unser Rechteck oben angeteasert. Da. Genau das Muster, was er anteasern sollte. Sobald er hier ein neues Tief macht, gehen meine Stops über dieses Hoch. Jetzt, ab jetzt, ist hier nur noch ein nachlaufendes Hoch einzuplanen. Für die Jungs bei uns, hier, Forex Prola, Start, die gestern Abend nicht machen wollten oder nicht handeln wollten, schreibe ich das jetzt nochmal in Blau. Start, Shorts. Da ich jetzt erst schreibe, nicht 96, sondern 1669. So. Uhr 1, ich schreibe es dazu. Ist jemand hier, der knipsen kann? Dann mache ich es. Ich weiß, heute ist schmutziger Donnerstag. Die sind heute alle irgendwie unterwegs. Rathäuser stürmen und so weiter. Bei manchen Rathäusern würde ich euch empfehlen, stürmt die Rathäuser, nehmt die Leute mit, behaltet sie. Bringt sie gar nicht erst wieder zurück. Etliche brauchen wir nicht. So. Sechzehn neunundsechzig. So, damit unsere Jungs ja auch wissen, was wir tun. Die jetzt im Auto unterwegs sind, nämlich die zum Bruttosozialprodukt beitragen und eventuell auf dem Weg zur Arbeit sind oder schon auf Arbeit sitzen, ne, Hubertus?
Der Manfred sitzt auch schon im Büro. Könnt ihr wetten. Okay, das ist jetzt der Lauf. SL hier oben. Der bleibt da oben hängen. Wir haben gesagt, wir überprüfen den einmal. Das machen wir jetzt. Bevor wir was verkehrt machen. Ne? Dazu nehmen wir diese Bewegung hier. Messen die einmal nur von oben nach unten. Und wir haben bei 75 haben wir 61 8er Level, bei der 91 haben wir 76er Level. Das heißt, Umkehrschluss, wenn wir das 76er Level bei 16,991 haben, welches Resultat oder was resultiert für mich, für uns daraus? Jetzt nach diesem Bild hier. Der Stop liegt scheiße. Ich ziehe den auf 96. Und das mache ich auch mit der Position. So. Haben wir das auch geklärt? Der DAX klar für heute? Wolfgang, alles mitgeschrieben? Ich meine, wenn bei dir alle beide Telefone klingeln, eins fürs linke, eins fürs rechte Ohr, damit auch, also das DAX-Telefon, das Euro-Telefon, damit auch Auskunft geben kannst. Du musst nicht, zeichne doch alles auf. Ach ja, also so. Ich muss ja gar nicht schreiben, ich zeichne alles auf. Ja. Bild und Ton wird Anfang nächster Woche online sein. Echt? Ja. Deswegen, er braucht überhaupt nicht aufpassen, ne? Er sitzt jetzt zu Hause auf dem Sofa irgendwie, faltet sich nebenbei die Fußnägel irgendwie, lackiert sich vielleicht auch ein bisschen schön die Fingernägelchen und dann lasst ihn mal labern. Ich habe die Aufzeichnung, ist ja scheißegal. Wir tauschen mal eine Woche lieber. Okay, damit ist der DAX erstmal klar. Wir haben gestern komm her, das waren unsere Positionen gestern, die wir rausgeschmissen haben. 70, 108, 138, 181, 181, der ist Break-Even raus, 181. Punkte haben wir gestern aus dem DAX geholt. Das mache ich jetzt nicht oder führe das jetzt nicht auf, um zu zeigen, dass wir so ein toller Haufen sind. Das ist ja bekannt, brauchen wir nicht laufend betonen. Sondern ich werde versuchen, diese Positionen hier, wenn die jetzt anfängt zu laufen und hier runterzieht, nur so abzusichern, dass auch der nächste Rücklauf, dieser Rücklauf hier sind 50 Punkte. Über den Daumen, ne? So. Oh, roundabout, so 50 Punkte. Mach ich mal wieder Finanzminister, ja. So ungefähr. Das sind circa 50 Punkte, das heißt, ich werde den SL, wenn wir von hier oben jetzt nach unten fallen, circa 100 Punkte nach unten, da sind wir bei der 67, dann geht der SL maximal auf die 920. Dann ist diese Position, die wir werden hier auch noch pyramidisieren, komme ich gleich drauf, dann sind diese Positionen, die von oben nach unten durchklatschen sollten, wenn diese Muster hier so passen,
Wenn die nach unten, von oben nach unten durchklatschen sollte, dann ist die mit plus 30 abgesichert. Wir können immer noch darauf spekulieren, dass Welle 4 kommt und brauchen uns dann nicht weiter drum kümmern. Falls jemand heute unterwegs ist, irgendwelche Rathäuser zu zerlegen oder so. Okay, eins haben wir noch nicht gemacht. Das mache ich jetzt mal noch ganz schnell. Die Marken, ich weiß nicht, ob ich die jetzt verschieben soll. Die Marken haben wir uns ja gestern rausgearbeitet hier. Da. Auch der Punkt, warum ich gestern hier unten ausgestiegen bin, ne? Wir haben die ganze Aufwärtsbewegung, haben wir hier unten die 76,4. Also die gilt es auch zu nehmen, die gilt es auch zu zerlegen. Die Gegenrichtung ist, wenn wir jetzt in dieser Nummer hier wegschießen, danach sieht es hier allerdings nicht aus. Wir sind kräftig in Abwärtsbewegung und korrigieren hier ein bisschen seitlich. Wir gehen das Risiko ein, dass hier die 76,4 gehalten hat und dass wir jetzt nach oben ziehen, dass diese Nummer hier nach oben wegzieht und wir doch Richtung 17.150 gehen. Wer die letzten Webinare bei uns erfolgt hat, weiß, ich werde hier oben in diesem Bereich, wo er immer ein kleines Allzeithoch nach dem anderen macht, immer nur so ein kleines, ne, immer mal ein Stück und zack, baff, gibt es wieder einen auf die Mütze. Nochmal oben rausgeguckt, zack, gibt es wieder einen auf die Mütze. Ne? Das ist wie der Mann, wenn er aus der Kneipe kommt und dann sich unter dem Küchentisch verkriecht vor seiner Angetrauten und wagt, was zu sagen, und sie steht mit der Bratpfanne da und bupp, gibt's einen und dann kommt ein Strauß Blumen unterm Tisch vor und Schatz, ich wollte doch, bam, gibt es wieder eine. Und genauso ist es hier auch. Immer wenn er hier ganz kurz versucht, oben rauszugucken, kriegt er direkt eine geknallt. Diese Long Setups tue ich mir nicht an. Wir sind von der 14.600 und ja, von der 14.600 durchgezogen in einem Rutsch bis über die 17.000. Danach ein paar neue Allzeithochs gemacht. Und jetzt sollte es auch gut sein. Und wenn wir uns den Tageschart im Vergleich anschauen, dann fällt euch was auf? Jemand eine Idee? Du, mein Juli, die Augen ein bisschen reiben, letzten Rotwein von gestern auch aus der linken, aus der letzten Augenwimper ziehen. Könnte eine SKS werden, Doppeltop, schöne SKS, könnte ein schönes Doppeltop werden, Aufwärtstrend, ja, und was für ein Trend hier von Ende Oktober an in einem Rutsch durchgezogen bis zu einem neuen ATH her. Ja. In 2 Monaten vielleicht 4 oder 5 rote Kerzen, der Rest nur stramm blau. Wir haben hier das erste Hoch, wir haben hier das zweite, wir haben das dritte, wir haben das vierte, wir haben das fünfte. Wir haben dann hier am Freitag ein neues ATH, am Montag, Dienstag, glaube ich. Klar, das war ja Mittwoch. Wenn ihr genauer hinguckt, dann sehen wir, wir haben hier im Tagesschart nachlaufende Hochs reichlich. Wir haben nicht nur ein einfaches Top oder ein Doppeltop, wir haben einen Mehrfachtop, wir haben hier unten eine Nackenlinie, wir haben ein nachlaufendes Hoch, gestern nochmal ein nachlaufendes Hoch, was genauso kläglich versagt hat, und wir haben hier ein bärisches Harami. Bärisches Harami auf den Donnerstag, das heißt, wenn wir diese Kerze hier heute rot beenden, diese hier, und wir haben den Open-Kurs bei 39. Das heißt, wenn wir den Schlusskurs heute, unter 16.939, dann Harami bestätigt.
sind ja im Tageschart, ne? Ja. Ich male euch immer noch ein kleines Kästchen drum, ne, damit man das auch sieht. Nein, keine Angst, es bleibt nicht grün. So. Dann haben wir hier ein schönes, das Harami ist schon perfekt. Harami heißt ja nichts weiter als schwanger. Deswegen auch so. Wenn ich das hier allerdings sehe, ganz schön groß die Plauze hier, könnten Zwillinge werden, ne? Dazu muss aber, um die Bestätigung von diesem Harami zu kriegen, ich handle Haramis nur, wenn sie bestätigt werden. Das heißt, diese Kerze muss rot werden. In dem Moment, wo die heute rot wird und wir unter die 39 fallen sollten, werde ich vermutlich diese Shorts im DAX hier aufstocken. Weil Harami, rote Kerze, könnte gegen Mittag passieren oder vielleicht heute Nachmittag. Wenn der eine oder andere im Süden Deutschlands oder in der Schweiz schon betrunken in der Ecke liegt, dann könnte diese Geschichte hier akut werden. Auch davon machen wir dann mal einen Screenshot. Meine Crew lässt mich alleine hier. Alles muss ich alleine machen hier. Hätte auch zu Hause bleiben können. Zack. Tageschart. Okay, damit sind wir im DAX, glaube ich, durch. Wie bei den Beamten, genau. Wie heißt das eigentlich? Lass mir wolle. Wie heißt das? Lass mir arbeiten oder lass mich arbeiten? Also ich benutze die Kurzform, arbeite. Stefan kennt das hier, ne? In seinem Salon. Sonst würde er jetzt nicht hier sitzen. Lass mir arbeiten oder lass mich arbeiten. Hochdeutsch mich. Lass andere arbeiten, heißt das. Ne? Genau, da hat es. Wir verstehen uns. Ich glaube, ich muss ihm mal die Haare schön machen lassen. Ne? Ich glaube, wir haben eine Menge Spaß. Okay, Fragen zum DAX? Jetzt kommt bestimmt wieder sowas um die Ecke. Fragen zum DAX, ist das Fell wasserdicht? DAX ist klar. Okay. So. Euro. Hier ist unser Plan von gestern. Ja, das war unser Plan gestern. Hoch, bup, 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 hoch und dann nach unten weg. Wir wollen hier hoch bis zur 10788. Und wenn ich jetzt hier drauf gucke, ich sehe den Kurs ja nicht, die Kerzen nicht, wenn ich hier oben drauf gucke, dann sind wir fast da. Wir haben uns diese Geschichte hier hergeholt. Das war unser Muster gestern, unser Plan, Abwärtsbewegung, FIBO-Level hier in diesem Bereich. Shorts bei SL für die Shorts über die 10810 und hier ist der Short-Bereich, der sich ausdehnt. Ich kann ihn ja mal eingrenzen hier. Also bis zur 1,08. Das heißt, ab hier, wir haben hier das High
gestern Nacht gemacht bei der 78. Stimmt das? Kann nicht sein. Das ist dichter dran. Bei der 83. Und wir wollen bis zur 90. Das kann auch nicht sein. 87. Genau. Hier ab der 90 wollen wir in diesem Bereich, wollten wir gestern shorten. Diesen Bereich hat er gestern mit diesem Spike knapp verfehlt, ist aber trotzdem nach unten weggezogen. Da haben wir genau diese Nummer. Er ist hier hochgelaufen, hat diesen Bereich nicht angeteasert, der er anteasern sollte und ist dann aber nach unten weg. So, diese Nummer ja da noch nicht kaputt gemacht. Und jetzt kommen wir noch langsam dahin, wo wir hinwollen. Deswegen haben wir gestern auch die Finger davon gelassen. Gucken. Da, gestern hatten wir ausschließlich den DAX hier. Wir haben eine einzige Nummer im Euro Long probiert von der 61 gestern früh um 10. Die habe ich dann lang laufen lassen und habe sie dann aber mit minus 1 glatt gestellt, weil mir das einfach fürchterlich auf den Keks ging. Ansonsten haben wir gestern die Finger davon gelassen. Wenn ich das jetzt zusammenziehe und diese Muster zusammenschmeiße und sage hier, ich will dieses Muster haben. Wir haben diese Tiefs hier. Die hier haben wir noch nicht unterboten. Da. Einmal kurz drunter. Also scheint die 56 hier auch massiv zu halten. Das war genau gestern, wo ich dann versucht habe, an der 61 zu longen, hier in diesem Bereich. Was dann in die Hose ging. Dieser Plan hier, der hat heute für mich noch Gültigkeit. Ja. So. Machen wir mal den Chart wolkenlos. Richtig, das macht er jetzt genau. Fein. Jetzt hoch. Die schmeiße ich erstmal weg. Hoch. Runter. Eventuell dann ab hier direkt nach unten weg. Alternative nochmal da hoch. Die 90 anteasern. Das gleiche Gequäle, was er gestern an der 61 gemacht hat. Bis da hoch nochmal und dann weg. Hier heißt es dann in diesem Fall, wenn wir da oben starten wollen, hier oben starten wollen, ich mache das jetzt hier, weil das mein Zeichenchart ist, hier in diesem Bereich starten, die Nummer 1, da oben geht die zweite Nummer rein und an der 90 geht die dritte Nummer rein. Eine jetzt, der Peak hier oben, der hat mir gereicht. Das ist genau dieses Muster hier, hier hoch und wieder runter. Pyramidisiert wird hier in dieser Form. Von oben nach unten weg. 1, 2, 3. Der SL muss höher, deswegen fange ich auch mit einer kleinen Position hier unten an. Und wir müssen oben den SL, werde ich nachher verfeinern und werde ihn nachher auch entsprechend bei uns in der Community noch posten und dementsprechend auch kommunizieren. Jetzt hat man hier die Wahl, wenn er hier oben durchschießen sollte, kann man
Werde ich auch tun. Ist mir sonst zu viel. Da. Ich werde hier mit einem maximalen SL von 7 Punkten arbeiten. Wenn er hier hochschießt, wird hier oben neu eröffnet. Wenn SL greift, dann hier Neustart. Nicht Neustadt, die gibt es in Dresden, Neustart. Dieses nachlaufende Hoch war für mich jetzt erstmal ausschlaggebend und erstmal genug. Ja. Habe ich vergessen abzusenden. Super. Bitte genau auf die Entries achten. So, da. Dieser Fake hier hat mir vollkommen gereicht. Wir haben hier den Close, den Schlusskurs bei 86,7. Wir haben hier den Open bei 86,7. Sollten wir hier jetzt da unten drunter laufen, die Kerze läuft nur noch 15 Sekunden, sollten wir jetzt hier drunter laufen, zählt das als bärisches Engulfing. Bärisches Engulfing, wenn sich das jetzt in 5 Sekunden bewahrheitet und danach sieht es aus, ansonsten würde er jetzt nicht nach unten wegziehen, dann haben wir eine faire Chance, dass diese Geschichte hier auch nach unten wegdrückt. Fragen dazu? Zu schnell, zu langsam, zu kompliziert, zu einfach, zu wenig Position, zu viel Position, zu viel gehandelt, zu wenig gehandelt. Guck mal her, hat gestern ersten Gewinn treten, die erste Position in seinem ganzen Leben im Positiven beschlossen und jetzt hat er noch pyramidisiert. Pyramidisieren, kommen wir, ist nicht so gemeint. Das warum der Pyramide noch zu hoch für mich, aber passt, okay. Wir haben jetzt hier natürlich die Möglichkeit, wir haben hier das Regelwerk Zielbereiche angewendet. Marcel, wir hatten gestern gerade diese kleine Diskussion. Hier haben wir jetzt, das hier war der Fehlausbruch Zielbereich, dieser Plan, wo wir gerade am Zeichnen waren, wir anfing zu fallen. 87,2. Da fing er gerade an zu fallen, richtig? Sieben Tagesziel rein, fertig. Wir hatten genau gestern diese Diskussion. Kurz, wir brauchen für den Handel brauchen wir Regeln. Mein Regelwerk war jetzt Fehlausbruch über diesen Zielbereich. Hoch, diese beiden Zacken, die ich hier einplane als nachlaufende Hochs, die dürfen gerne noch greifen. Mein SL da oben drüber, CRV passt. TP 20 aktiviere ich auch. Okay, jetzt haben wir mit diesem, was ich gerade aufgeführt habe, mit diesem Engulfing, haben wir jetzt ein neues Regelwerk. Ein zweites. Das heißt, entweder kriege ich das im Kopf hin, mache das alles in einem Chart oder ich nehme einen neuen Chart.
Hier im 1 Minuten, guckt euch das mal im 1 Minuten an. Hier haben wir ein Harami, ein bestätigtes Harami. Kann mich unter dieser Geschichte hier einstoppen lassen. Da unten drunter habt das Regelwerk Harami. Das heißt, separate Strategie, Harami, Harami bestätigt, da Short und der SL dafür gehört für dieses Regelwerk dann da oben drüber. Entry 86,5, SL können nur 3 oder 4 Pips sein. Separates Regelwerk, dann muss ich diese Position aber auch dementsprechend dann auch rausnehmen. Das wäre die erste Pyramide, wenn ich im Kopf bin, soweit bin, dass ich Regelwerke miteinander kombinieren kann. Kleiner Augenblick. Wieder da. So, wenn ich diese Regelwerke miteinander nicht kombinieren kann, wenn ich diese nicht im Kopf habe, nicht diese Position managen kann aus einem Gehirn, dann muss ich für das zweite Regelwerk, hätten wir schön live machen können, jetzt mal früher fragen müssen, ne? Hätten wir schön live machen können, das zweite Regelwerk in der separaten Strategie starten, separaten Stop-Loss, separaten Take-Profit. Und dann hast du beide Positionen in zwei verschiedenen Charts laufen, musst dann allerdings auch zwei Charts bedienen. Ganz einfach. Ich rechne sowas relativ schnell im Kopf und sehe zu, dass ich diese Stops dann auch zusammen weiterführe, wenn ich sie zusammengeführt handle. Die meisten Positionen handle ich zusammengeführt. Wenn nicht, dann kommuniziere ich das bei uns in der Community und schreibe auch dazu, pass auf, jetzt hier separate Strategie, weil die führe ich völlig abgespalten von allen anderen Positionen, die ich habe. Könnte ja auch durchaus sein, dass er jetzt hier oben drüber im M1 oben drüber geschlossen hätte, hab diesen Short hier laufen, erkenne aber, dass er hier rumtun und gehe davon aus, der geht von der 87 noch hoch bis an die 98. Das sind ja auch 8 Pips oder 9. Dann könnte ich hier in einer separaten Strategie sogar diese Position hedgen und einen Long platzieren. Wäre genauso denkbar. Deswegen hier separates Regelwerk. Jetzt haben wir sogar das Engulfing hier bestätigt. Hier unten drunter haben wir diesen Zielbereich kaputt gemacht. Wir haben auch hier das letzte Tief und hier liegt die nächste Aufstockung, die dann automatisiert läuft. Ist das Bild jetzt ein bisschen klarer? Marcel? Okay. Also für mich ist es klar. Verpasse ich hier irgendwas oder läuft das alles? Wolle, hast du den anderen hier die Tastatur weggenommen oder? Ich wusste gar nicht, dass das bei GoToMeeting jetzt geht, dass man denen auch das Schreiben verbieten kann. Okay, dann haben wir den Euro besprochen, wir haben den DAX besprochen, der Euro läuft. Der DAX macht genau das, was er soll. Hier, den lassen wir schön nach unten wegfallen und
hier den Euro ebenfalls. Und damit verabschiede ich mich jetzt. Ich glaube, bei uns in der Community dürfte auch alles klar sein. Die Positionen sind gepostet, die sind im Tool eingetragen. Also dürfte dem Tag heute nichts im Wege stehen. Damit verabschiede ich mich und sage dann mal euch einen erfolgreichen Tag. Genießt es, macht eure Pips und macht die Rathäuser leer. Den in Süden finde ich eine schöne Faschingszeit und sage tschüss, tschüss, moin, moin, euer Thorsten. Tschüss, tschüss. Ja, Thorsten, vielen Dank. Ja, und ja, an alle Teilnehmer natürlich auch. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch allen viele, viele, viele erfolgreiche Trades und ja, verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Alles Gute.